Es ist unmöglich, dass das Gottes Wille ist, Gottes Schöpfung, unsere Schöpfung, dass wir mit Pestiziden die ganze Welt vergiften. Unmöglich, sorry. Und das kann uns unsere wahre Größe, das, was wir wahrhaft sind, wieder offenbaren. Das kann ich machen. Ich kann mich nicht in die fünfte Dimension der Erde reinklinken und so weiter, aber ich kann einfach die Liebe zu allem Natürlichen geben. Und mit dem Erwachen der Menschheit inkarniert jeder einzelne Mensch mehr von seiner fünfdimensionalen Seele. Ich habe mal einen Kommentar gesehen, das gefragt hat, ob ich mich über ihn lustig mache. Ich mache mich wahrscheinlich eher über mich selber lustig, dass ich es nicht checke. Mein Name ist Tobi, willkommen auf diesem Kanal. Heute reagieren wir auf Robin Kaiser. Ich glaube, wir sind wieder ready, um eine Reaction zu machen. Die Seele der Erde, der Aufstieg der Menschheit ist die Inkarnation der Erdenseele. Ja, ich habe auch schon von ihm gehört und von anderen, dass die Erde auch eine Seele hat und so weiter. Deswegen lasst uns sehen, was er zu sagen hat. Wie geht es euch? Das würde mich mal interessieren, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Ich bin wirklich, bei mir ist es manchmal ein Hoch und Runter. Vor etwa einem Monat war für mich alles so wunderschön und das habe ich auch gepredigt in meinen Videos, wie alles so wunderschön ist. Einfach, es ist natürlich immer noch ein bisschen so, und jetzt die letzten zwei Wochen war ich eher ein bisschen so in der Wut. Das hat mich alles genervt, es war so viel Böses, dass ich mir so reingezogen habe und dann wurde ich ein bisschen wütend. Was ich manchmal aber auch brauche, um auch dann die Meinung zu sagen, um ein bisschen den Rebell in mir hochzubringen, weil sonst wäre ich einfach ruhig und würde gar nichts sagen. Genau, jetzt habe ich das Gefühl, es kommt langsam wieder zurück, so die Liebe und das Schöne und so weiter. Es ist natürlich nie ganz weg, also ich bin immer noch gut gesinnt und so, aber manchmal ja, kommt ein bisschen mehr Negativität, manchmal nicht. Genau, darum würde es mich wundern nehmen, wie es dir geht. Genau, wenn du das in die Kommentare schreiben möchtest. Lass uns reingehen. Ihr Lieben, alles, was wir wahrnehmen, hängt mit der Schwingung unseres Bewusstseins zusammen. Und je nachdem, in welcher Bewusstseinsschwingung wir sind, nehmen wir uns selbst, aber auch die Welt in einer ganz anderen Form wahr. Die Welt ist nicht diese eine festgeschriebene Form auf dieser einen physischen Ebene, sondern es gibt die Welt in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Schwingungsschichten, in anderen Formen. Es gibt quasi eine zweidimensionale, eine dreidimensionale, eine vier- und fünfdimensionale Welt. Und je nachdem, in welcher Bewusstseinsschwingung ich bin, wird mir die Welt entsprechend anders erscheinen. Das ist ja, was auch Dirk Seufer gesagt hat, dass die 5D-Welt schon hier ist. Wir können es einfach nicht sehen. Dass es so viele Wesen gibt, die wir in der 3D-Welt einfach nicht sehen können, weil sie höher schwingen. Das ist natürlich auch wieder ja, unvorstellbar. Die meisten Menschen leben in einem dreidimensionalen Bewusstsein. Und die Welt, die sie dann wahrnehmen, ist die bekannte Globusform. Wenn ich in einem vierdimensionalen Bewusstsein bin, dann erscheint sie wie ein rotierender Torus. Ein Raumzeit-Torus. Die vierte Dimension schließt die Dimension der Zeit mit ein. Und die Welt als rotierender Raumzeit-Torus ist wiederum etwas ganz anderes als der Globus, den wir kennen. Weil dort zum Beispiel die Magnetfelder der Erde mit involviert sind und wir die entsprechenden Magnetfeldlinien um die Erde herum, den Astralkörper der Erde, entsprechend wahrnehmen und ihn als ein Teil der Erde erkennen. In einem fünfdimensionalen Bewusstsein erscheint das Seelenwesen der Erde. Das ist das, was ich Gaia nennen würde. Gaia ist eine fünfdimensionale Version der Erde. Sie schwingt in einem reinen Bewusstseinsfeld, wobei es natürlich auch physische Formen im fünfdimensionalen Schwingungsfeld geben kann. Das, was gerade auf der Erde geschieht, ist, dass die Schwingung im Bewusstsein der Menschheit steigt. Die Menschheit erwacht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört.
Das ist schon mal gut. Die Schwingung steigt, das Bewusstsein steigt, wir wachen wieder auf und so weiter. Was ich wirklich hoffe, weil manchmal sehe ich auch das andere. Es ist auch da wieder, je nachdem, wo du hinschaust, siehst du halt das, was du siehst. Und dann machst du dir auch deine Realität. Aber es gibt so viele, die schon aufgewacht sind und so weiter. Und die zeigen uns natürlich auch, zum Beispiel bei der C-Zeit war es ja auch so, dass wir das Gefühl hatten, wir sind so krass in der Unterzahl, aber das stimmt, glaube ich, gar nicht so. Aber die haben uns einfach die Zahlen aufgedrückt, dass wir so krass in der Minderheit sind, was gar nicht hundertprozentig so extrem ist. Und mit dem Erwachen der Menschheit inkarniert jeder einzelne Mensch mehr von seiner fünfdimensionalen Seele. Die Seelen der meisten Menschen sind ungefähr im fünfdimensionalen Erfahrungsraum angesiedelt. Und so auch die Seele der Erde. Und wenn alle Menschen auf der Erde ihre eigene Seele inkarnieren, dann inkarniert dadurch die Seele der Erde, Gaia, in ihren physischen Schwingungskörper, nämlich die Erde, auf der wir uns bewegen. Die Erde ist auf einer gewissen Ebene bereits beseelt, ja, aber diese Seele ist noch nicht vollständig in den physischen, das heißt den materiellen Formaspekt der Erde eingezogen. Und der Aufstieg in eine höhere Dimension ist die Inkarnation des Seelenwesen Gaias in den physischen Erdenkörper durch das Bewusstsein der Menschen, die ihre Seele verkörpern. Also, wir leben in der 3D-Welt, aber unsere Seele ist höher schwingend, also in der 5D-Welt. So habe ich es verstanden. Und wenn jetzt mehrere Menschen in die 5D hochsteigen, dann kann die Erde, die Erdenseele ist auch in der 5D, keine Ahnung, kommt nicht raus. Das heißt, Gaia als ein höherdimensionales Bewusstseinsfeld oder Seelenwesen wird durch das Bewusstsein der Menschen in die physische Form gebracht. Also wir müssen höher schwingen in die 5D, sodass die Erde, die Erdenseele von der 5D in die 3D gehen kann. Ah, Robin. Also übrigens, wenn du das nicht sehen willst, was ich hundertprozentig verstehe, dann schau dir einfach das Originalvideo an, du siehst es unten im Videobeschreib. Also wirklich, ich verstehe das. Das, was gerade auf der Erde geschieht, ist, dass die Schwingung im Bewusstsein der Menschheit steigt. Die Menschheit erwacht. Und mit dem Erwachen der Menschheit inkarniert jeder einzelne Mensch mehr von seiner fünfdimensionalen Seele. Die Seelen der meisten Menschen sind ungefähr im fünfdimensionalen Erfahrungsraum angesiedelt. Und so auch die Seele der Erde. Und wenn alle Menschen auf der Erde ihre eigene Seele inkarnieren... Was bedeutet das, wenn alle Menschen auf der Erde ihre eigene Seele inkarnieren? Das heißt, dass wir sie von der 5D zu uns hier hinholen oder dass wir mehr aufsteigen zu unserer Seele. Dann inkarniert dadurch die Seele der Erde, Gaia, in ihren physischen Schwingungskörper, nämlich die Erde, auf der wir uns bewegen. Die Erde ist auf einer gewissen Ebene bereits beseelt, ja, aber diese Seele ist noch nicht vollständig in den physischen, das heißt den materiellen Formaspekt der Erde eingezogen. Und der Aufstieg in eine höhere Dimension ist die Inkarnation des Seelenwesen Gaias in den physischen Erdenkörper durch das Bewusstsein der Menschen, die ihre Seele verkörpern. Das heißt,
Gaia als ein höherdimensionales Bewusstseinsfeld oder Seelenwesen wird durch das Bewusstsein der Menschen in die physische Form gebracht. Das ist etwas, was, als es mir so dargestellt wurde, ziemlich viel geöffnet hat in dem Verständnis, was der Aufstiegsprozess ist und dass wir hier als Menschen angetreten sind, um die Seele der Erde zu verkörpern. Bei mir ist es eher jetzt ein bisschen, aber nur weil ich es natürlich irgendwie nicht ganz verstehe, eher blockiert. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen einfach die Schwingung erhöhen, was wir ja machen, wenn wir aufwachen. Und dann, ich würde jetzt mal es so beschreiben, dass wir unserer Seele wie entgegenkommen, weil wir sind ja wirklich oft abgetrennt von unserer Seele. Wir wissen nicht wirklich, was die Seele möchte. Dass wir ihr entgegenkommen und dass die Seele dann zack in uns kommt. Und wenn wir mehr in unserer Seele sind, dann hat die Erde vielleicht auch Lust, die Seelenerde, die Erde, die Seele der Erde Lust, auch in die Erde zu kommen, weil sonst denkt sie, diesen Psychopathen hier will ich gar nichts zu tun haben und erst nachher kommt sie runter. Es wird eine lange Reaction. Nun, es gibt in anderen Schwingungsschichten andere Varianten der Erde. Und es gibt nicht nur diese eine Zeitlinie. Und eine Zeitlinie, die nicht die fünfdimensionale Erde inkarnieren wird, ist die Zeitlinie des Transhumanismus, die Zeitlinie der digital-künstlichen Realität. Und auch diese Zeitlinie kündigt sich bereits an im kollektiven Bewusstseinsfeld der Menschheit. Und die Erde, die Variante der Erde, die auf dieser Zeitlinie erscheint, ist zweidimensional und holographisch. Das heißt, es gibt wie eine Art digitales, zweidimensionales Hologramm der Erde, eine erdähnliche Version, und alle Menschen, die den digitalen Entwicklungsweg gehen, werden sich irgendwann auf einer zweidimensionalen flachen Erde wiederfinden. Die stufen sich sogar runter. Ah, das heißt, die flache Erde existiert wirklich einfach in einer anderen Dimension. Das hat aber nichts damit zu tun, das höherdimensionale Seelenwesen der Erde zu inkarnieren. Es ist relativ eindeutig, wenn man in die Schwingungsfrequenz der verschiedenen Erdenversionen hineinspürt, in die zweidimensionale, flache, holographische Erdenversion, in die dreidimensionale, kugelförmige Erdenversion, in die vierdimensionale, torusförmige Erdenversion oder in die fünfdimensionale Seelen-Gaia-Version, welche Version die hochschwingendste ist. Und ich weiß, dass es viele Theorien da draußen gibt, die den transhumanistischen Entwicklungsweg als die Erlösung und die Befreiung von dem dreidimensionalen Gefängnis betrachten. Ich glaube eher, ich habe es gerade vorher falsch verstanden, die Seele will einfach in die, also durch unser Erwachen gehen wir in die fünfte Dimension, dort wo eigentlich die Seele der Erde schon schwingt, und dann geht sie halt einfach irgendwie ins Materielle, was aber irgendwie 3D ist, habe ich doch gedacht, weil 3D ist das Materielle. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber wir dürfen achtsam sein in dem, was für eine Erde wir in unserem Bewusstsein kreieren. Wir haben uns als Seelen nämlich auf dieser Erde dafür verabredet, um das Seelenwesen der Erde in ihren physischen Aspekt hineinzuladen. Das ist das, was passiert, wenn das Bewusstsein sich öffnet für den fünfdimensionalen Erfahrungsraum.
Das ist das, was mir dargestellt wurde, was mir gezeigt wurde aus einer anderen Bewusstseinsschicht heraus. Und das ist auch das, was ich durch meine eigene Sicht wahrnehmen kann. Und jeder Mensch sieht natürlich die Welt, die seinem Bewusstsein entspricht. Und vielleicht kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob die Erde nun flach, hohl, viereckig oder auf dem Rücken einer Schildkröte ist. Vielleicht kommt es vielmehr darauf an, dass wir mit unserem Herzen, mit dem Seelenwesen von Gaia in Verbindung sind. Und dann ist es nicht mehr unsere Aufgabe zu sagen, wie in welcher physischen Form die Erde sich letztendlich verkörpern wird. Die physische Form ist nur ein winzig kleiner Aspekt des multidimensionalen Erdenkörpers. Die Erde hat Energiekörper, wie wir auch Energiekörper haben. Sie hat einen Astralkörper, die Magnetosphäre, die wiederum in viele verschiedene Schichten aufgeteilt ist. Und das Wichtige bei der kommenden Zeit hier auf Erden ist, dass wir aus unserem Innersten heraus mit dem Seelenwesen von Gaia in Verbindung bleiben. Bei den Anastasia-Büchern, ich habe die noch nicht gelesen, aber ich habe dort so ein Video geschaut und da wird auch gesagt, dass wenn wir Gärtnern, wenn wir mit der Erde, mit den Händen in die Erde gehen, wenn wir barfuß laufen und so weiter, dann geben wir der Erde Glücksgefühle, weil wir einfach mit der Erde spielen und so weiter. Wir bearbeiten sie, wir düngen sie, wir pflegen sie. Und ich meine nicht künstlichen Dünger, ich meine natürlichen Dünger. Verdammt. Dass wir einfach mit der Erde eingehen und sie behüten und pflegen und so weiter. Wenn das mehrere Leute machen, dann ist es auch besser für sie. Aber wir machen das natürlich wieder. Man könnte sagen, die Landwirtschaft macht das, aber die Landwirtschaft, wir machen das einfach wieder mit künstlichem Dünger. Und in dieser Phase bin ich momentan einfach so die Fakten rauszuhauen, weil sie einfach auch nerven. Weil wir so viel falsch machen, weißt du? Es ist unglaublich. Also. Weil das ist quasi das Tor, durch das sich die fünfdimensionale Bewusstseinsebene hier in diesen materiellen Erfahrungsraum ergießt. Die materielle Ebene des Kosmos ist noch nicht so alt, wie wir vielleicht meinen. Natürlich hat sie ein paar Jahrmilliarden auf dem Buckel, aber wenn wir die Gesamtschöpfung betrachten, dann ist der physische Aspekt von der gesamten Schöpfung erst viel, viel später in dem Schöpfungsprozedere entstanden. Die physische Erde ist relativ jung. Das Seelenwesen Gaia ist ein Urschöpfungswesen und sehr alt. Die Menschheit als solches ist älter als der physische Aspekt der Erde. Das ist auch etwas, was uns irgendwie etwas verdreht dargestellt wird. Es wird gesagt, dass wir als Menschen, als Menschheit eine Spezies wären, die auf der Erde erwachsen wäre, sich auf der Erde entwickelt hätte. Aber wir Menschen, die menschliche Spezieslinie geht viel weiter zurück. Sie geht zurück letztlich in das Plejadensystem, was wiederum vom Lyra-System abstammt. Und dies sind so die letzten Eckpunkte, wo sich die Urschöpfungsidee des Menschen in eine physische Form gekleidet hat. Ja, die Evolutionstheorie ist natürlich, die wir hier zu hören bekommen, Bullshit. Ja, er hat es auch in meinem Interview mit ihm gesagt, dass die Menschheit eine Schöpfung ist, die außerhalb von der Erde kommt. Genau.
ab da begann es, dass der Mensch, und es war der Mensch, Initiator für die physische Schöpfung gegeben hat. Initiator, Initiationsfunken ausgesät hat für das materielle Universum, was wir kennen. Die menschliche Abstammungslinie als Urschöpfungsidee geht aber viel, viel weiter zurück und ist viel älter als die Erde, also der physische Teil der Erde, aber auch das physische Universum als solches. Die Menschheit hat nämlich, die ursprüngliche Menschheit in einer höheren Bewusstseinsebene, dieses materielle Universum erschaffen. Wir sind also keine kleine, unbedeutende Figur. Wir sind Gott, wir sind göttliche Geschöpfe, wir sind Schöpfer. Aber dass wir das alles, aber wir, ich meine, dann waren wir keine physischen Menschen, sondern Lichtkörper. Sondern wir als Bewusstseinsaspekt in unserem seelischen Sein, unserem seelischen Erbe, haben diese Erde und das physische Universum aus einem höheren Bewusstsein herausgeboren. Die Materie ist unsere Schöpfung. Das gesamte materielle Universum ist aus unserem Bewusstsein als eine Projektion entstanden. Wir sind also vom Wesen her viel, viel älter als das gesamte materielle Universum. Geh mal zu einem Evolutionsprofessor und erzähl ihm das. Der denkt, du bist ein Alien oder was auch immer. Fuck. Und weißt du, ich denke mir, dass oft hier auf der Erde so viel, so krass verdreht. Und wenn du kommen würdest und solche Dinge aussprechen würdest, dann würde dir das gar niemand glauben können, weil wir so tief eingesunken sind in falschen Wahrheiten und so weiter, dass wenn du kommen würdest und sagen würdest, es gibt das. Zum Beispiel habe ich mal ein Video gesehen von Dietrich Klinghardt, den ich auch sehr schätze. Er hat gesagt, dass es zum Beispiel ein Gerät oder so weiter gibt, das, wenn jetzt ein Käfer oder so auf ein Maisfeld oder auf ein Weizenfeld oder was auch immer gehen würde und das beginnt zu fressen, dann könnte man mit einem Gerät eine Frequenz aussenden. Ich glaube, man müsste einen Käfer töten und dann eine Frequenz aussenden, damit alle anderen Käfer wissen, hey, hier sollten wir lieber nicht hinkommen. Und ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ich bin mir hundertprozentig klar, dass wir das anders regeln könnten als mit diesen Scheißpestiziden, die die ganze Welt vergiften. Hundertprozentig. Es ist unmöglich, dass das Gottes Wille ist, Gottes Schöpfung, unsere Schöpfung, dass wir mit Pestiziden die ganze Welt vergiften. Unmöglich, sorry. Aber wenn du, es ist so in unserem Bewusstsein, wir haben so das Gefühl, es braucht das Pestizid, sonst könnten wir nicht überleben. Wie kannst du dagegen angehen? Es ist fast unmöglich. Und das kann uns unsere wahre Größe, das, was wir wahrhaft sind, wieder offenbaren. Und als Schöpfer dieser physischen Projektion haben wir uns in unsere eigene Schöpfung begeben. Und in unserer Schöpfung haben wir uns den freien Willen geschenkt, dass wir die Schwingung unseres Bewusstseins so anpassen können, dass wir unsere Umgebung sehr unterschiedlich wahrnehmen können. Manche Menschen werden die Erde als Globus, als Kugel wahrnehmen, andere werden sie flach wahrnehmen, andere werden sie als Torus mit Raum-Zeit-Ley-Lines betrachten. Wieder andere werden sich mit dem Seelenwesen Gaias verbinden. Mein Bruder hat das so super gesagt. Also weißt du, für mich ist die Erde flach.
weil ich einfach hier nur flach sehe. Und ich finde das irgendwie gut. Aber wir sehen sie nicht von außen, wir können es nicht wirklich sagen. Aber wir sehen einfach das, was wir sehen. Und er hat einfach gesagt, wenn ich nach draußen sehe, ich sehe sie flach. Klar gibt es Berge und so, aber einfach flach meine ich mit, ich sehe nicht, dass irgendetwas rund ist. Habe ich irgendwie gut gefunden. Es ist so wie, wer weiß, who cares. Und das ist das, wofür ich auf diese Erde gekommen bin. Ich persönlich und vielleicht auch der ein oder andere, der gerade zuhört. Es geht mir darum, dass ich aus meinem Herzen mit dem Seelenwesen der Erde in Verbindung bin, in Kommunikation trete, um dieses höherdimensionale Bewusstsein in den physisch-materiellen Aspekt hineinzuladen. Und das ist das, was im Aufstiegsprozess und im Erwachen der Menschheit geschieht. Werde dir doch nochmal bewusst, welche Version der Erde du gerne manifestieren möchtest. Für welche Version der Erde bist du hier inkarniert? Und welche Version der Erde fütterst du in deinem eigenen Bewusstsein? Ist es letztlich ein digitales Hologramm einer flachen Scheibe? Oder verbindest du dich mit einem höherdimensionalen Seelenwesen der Erde? Ich kann mir das nicht vorstellen mit der Seelenebene und so, aber ich kann mir einfach, also einfach mit der Liebe zur Erde, mit der Liebe zu einem Baum, mit der Liebe zu jedem Wesen, das hier rumkriecht, rumfliegt und so weiter. Jede Ameise sehe ich an als göttliches Geschöpf und versuche wirklich auch so zu leben. Und das kann ich machen. Ich kann mich nicht in die fünfte Dimension der Erde reinklinken und so weiter, aber ich kann einfach die Liebe zu allem Natürlichen geben, zu jeder Pflanze, zu jeder Blume. Es ist so wirklich wunderschön. Und das kann ich machen und ich glaube, das ist schon genug. Weil mit dem Verstand, ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich kann das machen, was ich hier sehe. Ich kann dem Liebe geben, auch was ich wirklich auch halt irgendwie sehe. Und keine Tiere töten, keine Tiere essen. Das ist so schrecklich, was wir machen, was wir das Gefühl haben, wir müssen so viele Tiere töten und essen. Das ist so dumm, aber das ist ein anderes Thema. Wir sind viel, viel größer und viel älter, als wir es uns jetzt gerade im inkarnierten Bewusstsein überhaupt vorstellen können. Der Mensch ist eine Urschöpfungsidee. Der Mensch hat diese Erde und dieses physische Universum als Projektion, als Bewusstseinsprojektion mit erschaffen. Und weißt du, sorry, dass ich so viel unterbreche, aber ich habe das zum Beispiel auch nicht in diesen Worten, aber in den Gesprächen mit Gott von Neil Donald Walsh sagt er auch, dass wir das alles erschaffen haben. Alles, egal was. Und ich habe mir das immer, ich konnte mir das nicht vorstellen. Also ich habe mich nie als so groß gesehen, dass wir das machen und so weiter. Aber jetzt auch mit seinen Worten, das stimmt ziemlich überein mit dem, obwohl ich das damals irgendwie nicht verstanden habe und nicht wirklich gecheckt habe. Und Neil Donald Walsh erklärt es auch nicht so tiefgründig und so weiter. Er sagt einfach, ja, eben, ihr erschafft alles und so, also schon über mehrere Bücher und so. Aber er sagt nicht so tiefgründig und das geht jetzt irgendwie zusammen. Also es ist schon noch krass, was wir für eine Macht haben. Und was wir aber keine Ahnung mehr haben, so ist es unglaublich. Und ja, es gibt andere nichtmenschliche Wesen im Erdfeld. Das meiste Leben im Erdfeld findet in der vierten Dimension statt. Es gibt ganze Zivilisationen in Höhlensystemen unter der Erde. Aber die Erde ist auch nicht im Erdkern hohl, so wie es manche Theorien besagen.
nicht in der dreidimensionalen Version der Erde. In der vierdimensionalen Version der Erde sieht es wieder anders aus. Also, wir müssen bei allen Informationen, die wir irgendwie von irgendwo bekommen, immer ein Gespür dazu haben, auf welche Version der Erde sich welche Information bezieht und welche Schwingung damit vertreten wird. Natürlich ist der größte Teil der Informationen, die wir hier von der dritten Dichte erhalten, auch dreidimensional und entsprechend in dieser Schwingung konvertiert. Aber wenn wir uns in unserem Bewusstsein erinnern an unsere eigene seelische Ebene, unseren höheren Auftrag, an das Geist-Seelische in der Erde, an die Göttin Gaia, dann können wir uns so öffnen, um diesen göttlichen Aspekt der Erde hier zu inkarnieren. In unseren Körper und letztlich dadurch in den Körper der Erde, weil wir im physischen Teil des physischen Erdkörpers sind. Wir sind die Erde. Wir sind wie eine Antenne, eine Erweiterung der Erde. Und die Seele der Erde inkarniert durch uns in den physischen Aspekt. Das ist das, was Aufstieg bedeutet. Aber weißt du, so kannst du ja wirklich niemanden von etwas überzeugen, das er nicht in seinem Bewusstsein hat. Wenn du jetzt herkommst und du warst schnell in der vierten Dimension, gingst in die innere Erde, sagst, ey, alles ist hohl, es gibt so viel Leben und so weiter dort, kommst du hier wieder zurück in die 3D, willst du das jemandem erzählen, der in der 3D ist, dann hast du ja keine Chance. Weil das über das klingt komisch. Weil für diese Person in der 3D gibt es ja das gar nicht. Wie willst du ihn dann überzeugen, wenn es für ihn gar nicht gibt? Das geht ja gar nicht. Deswegen kann man wirklich den Menschen nicht überzeugen von etwas, weil er nicht in diesem Bewusstsein schwingt. Und das habe ich schon tausendmal gehört und gesagt, aber jetzt ist es wieder, wenn das alles stimmt, wirklich auch logisch. Weil je nach Schwingung, es ist so krass, weil für diese Person in der 3D ist die Erde rund. Ist sie wahrscheinlich wirklich rund, aber in der 4D ist sie ein Torus. Und ich mache mich hier nicht über ihn lustig oder so. Ich habe mal einen Kommentar gesehen, das gefragt hat, ob ich mich über ihn lustig mache. Ich mache mich wahrscheinlich eher über mich selber lustig, dass ich es nicht checke. Aber ich würde mich niemals anmaßen, mich über ihn lustig zu machen. Niemals. Werde dir also bei all den Informationen, die du von irgendwo bekommst, darüber bewusst, welche Schwingungsebene sie ansprechen, aus welcher Schwingungsebene sie kommen. Und dann wird dir ein vollständiges Bild von dem, wo wir uns eigentlich hier befinden, klar. Letztlich ist das gesamte materielle Universum eine Bewusstseinsprojektion. Eine Maya, eine Illusion. Auch das habe ich schon ein paar Mal gehört. Von Neil Donald Walsh zum Beispiel ist alles eine Illusion. Und auch dieses Video ist unglaublich wichtig. Es bringt mir alles irgendwie ein bisschen klarer ins Bewusstsein. Sehr heftig. Ich habe gehört, ja, alles ist eine Illusion und so weiter. Je nachdem, in welcher Schwingung du schwingst, ist die Illusion auch anders. Weil es ja eh nur eine Illusion ist. Aber wir haben uns gemeinsam für dieses Spiel hier verabredet. Und es gibt unglaublich vielseitige und wundervolle Erfahrungsmöglichkeiten innerhalb dessen. Und gerade sind wir Geburtshelfer für eine neue Erde, indem wir unsere Seele und die Seele der Erde immer mehr verkörpern. Ich
Ich weiß, dass einiges von dem, was geteilt wurde, nicht dem vielleicht bisher herrschenden Weltbild entspricht. Zum Beispiel, dass die Menschheit älter ist als die Erde. Ich meine natürlich nicht die Menschheit in der Bewusstseinsversion, die wir jetzt gerade verkörpern. Ich meine die Urmenschheit, die wir ursprünglich in einem höherdimensionalen Bewusstsein waren. Und die Erde als materieller Formaspekt der multidimensionalen Erde. Aber es ist ganz wichtig, das bewusst zu bekommen, dass wir älter als die Erde sind und dass wir die Geburtshelfer der neuen Erde sind. Wir sind die Hebammen. Das ist wie, sagen wir jetzt mal, die Mutter, die das Kind herausgibt. Und dann versucht die Mutter, das Kind zu zerstören. Es gibt ihm keine Liebe, es gibt ihm keine Anerkennung, keine Umarmung. Es vergiftet es zerstört es und so weiter. Dann hat ja das Kind keine Lust, zurück zu der Mutter zu gehen, in die gleiche Ebene und so weiter. Wenn wir aber dem Kind, wenn die Mutter dem Kind Liebe gibt, Anerkennung, einfach bedingungslose Liebe, dann möchte doch das Kind auch wieder zurück zur Mutter gehen. Also müssen wir unsere, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Mutter sind oder der Vater von dieser Erde, aber wir könnten es fast so sagen, weil wir es geschöpft haben, dann sollten wir es auch so behandeln, mit bedingungsloser Liebe, dass die Erde Lust hat, wieder zu uns zurückzukommen. Ich bekomme Gänsehaut. Und wir sind nicht nur die, sondern wir sind auch das, was geboren wird. Wir sind Schöpfer, Schöpfung und Geschaffenes zugleich. Wir sind die Geburtshelfer, wir sind die, die Geburt geben und wir sind das, was geboren wird. Und das, was geboren wird, ist ein vereintes Bewusstsein von Menschheit und Erde. Mit einer heiligen Individualität. Das Erwachen bedeutet, dass wir als Menschheit in das Bewusstsein der Erde erwachen. Wir erwachen nicht in irgendein Bewusstsein. Nein, wir sind hier auf der Erde, um in das Bewusstsein der Seele der Erde, in Gaia zu erwachen. Weil das ist der Geburtsprozess, der hier entsteht, der hier im Gange ist. Viele Menschen erwachen in andere Realitäten, in andere Bewusstseinsfelder hinein und das ist vollkommen in Ordnung. Aber das ist nicht das, was die Erde gerade braucht, um sich zu gebären. Erwachen ist erstmal nur Erwachen, aber Erwachen in welche Bewusstseinsebene, in welches Bewusstseinsfeld erwachen wir dann? Wir können genauso auch in eine digitale Realität, ein Metaverse erwachen. Wobei man das Wort Erwachen in diesem Kontext eher nicht so gebraucht. Das wahrhaftige Erwachen der Menschheit, das große kollektive Erwachen, ist das Erwachen in das planetare Bewusstsein. Und es ist ein natürlicher Schritt in der Evolution des Planeten. Es geht also gar nicht so sehr um das Erwachen der Menschheit, sondern es geht um das Erwachen des Planetens. Und wir als Mensch sind Geburtshelfer, sind Hebammen, damit der Planet in die nächste Entwicklungsstufe hineinkommen kann. Spürt ihr auch eine Liebe zur Erde jetzt im Moment? Ich spüre so eine Verbundenheit. Irgendwie ist es einfach krass, wo wir hier sind.
was ist das für ein Geschenk? Was ist, ich verstehe es, also ich kann es nicht beschreiben, aber ich bin hier, kann das alles erfahren, habe Gänsehaut manchmal und denke einfach so, danke, 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 dass ich hier sein darf. Dass ich mich selber hierhin inkarniert, gehebammt habe. Unglaublich. Die nächste Evolutionsstufe unseres wundervollen Planeten ist, dass Gaia, das Seelenwesen, diesen physischen Formaspekt vollständig durchdringt. Und das kann sie nur, wenn die Menschheit im Bewusstsein der Erde erwacht. Ja, ihr Lieben, ich denke, ihr bekommt die Schwingung mit, das Bewusstsein mit, aus dem heraus kommuniziert wird. Dies sind Informationen, Impulse, die ich auch von anderen Ebenen empfange, um sie weiterzugeben. Und ich finde es tatsächlich gerade jetzt in dieser sehr heiklen und heißen Übergangszeit absolut wichtig, für welche Version der Erde wir wahrhaftig eintreten. Und wichtig, mit dem eigenen Herzfeld, mit dem elektromagnetischen Herzfeld, mit dem Seelenwesen Gaias in Verbindung zu bleiben. In diesem Sinne, ja, wünsche ich ein gutes Integrieren dieser Botschaft. Alles Liebe. Wow. Ich sage es oft, aber das war jetzt wirklich eines der wichtigsten Videos, die ich je gemacht habe. Sage ich euch fast jedes Mal oder denke mir fast jedes Mal. Ja, wie hat es dir gefallen? Ich hoffe, es hat dich inspiriert. Wenn du magst, kommentier das gerne. Robin Kaiser, wundervolle, wundervolle Seele. Ich habe auch ein Interview mit ihm gemacht, kannst du dir gerne abchecken. Wir sehen uns das nächste Mal.